I said, "Hello." It was coming straight towards me. I ran. And ran. And ran. And ran. The 400 Hours Show. Forget Swiss filmmaking. And to the journey. Die 400 Asa Show, der famous Swiss Serials, Part 4, Solo Tour. Aus den Archiven des Schweizer Fernsehens, 1981, aus Solothurn. Wer in den Spiegel schaut, hat natürlich lieber, wenn er von sich selber ein vorteilhaftes Bild sieht. Auf der anderen Seite weiss man auch, dass die Wahrheit nicht immer so ist, wie man sie gern hätte. Die Solothurner Filmtage haben sich darum seit ihrem Anfang vor 21 Jahren immer als kritischer Spiegel von dem Land verstanden. Das hat vielen nicht gepasst. Und dementsprechend sind Diskussionen um den Schweizer Film immer heftig gewesen. Das hat auch dazu geführt, dass die Filmtage für viele Solothurner eher ein Fremdkörper in dieser schönen, helvetisch beschauliche Stadt gsi sind. Die einheimische Bevölkerung ist fast ganz weggeblieben. Von den jüngeren Solothurner vielleicht abgesehen. Aus den Archiven des Schweizer Fernsehens. Filmtag in Solothurn hat gezeigt, was sich im letzten Jahr alles da hat. Und ich kann sagen, der Filmjahrgang 1991 war eher durchschnittlicher. Trotzdem, mehr Filme als je sind eingereicht worden. Mehr Filme als je sind auch schliesslich gezeigt worden. Ivo Kummer, warum hat man so viele Filme selektioniert, wo doch das Angebot mehr als mittelmässig war? Wieso hat man das Programm aufgestockt von der Quote her? Ja, wir haben die ganze Auswahl. Ivo Kummer, ich möchte jetzt mal ganz ehrlich sein. Es gibt auch Gerüchte, die sagen, dass dir wieder alle Filme von diesem Jahr eine ganz einzige Leihheit gemacht und so, dass dir euch so geschickt hat, die Freddy Maurer und Konsorten hat verkleidet und dass auch das mal in allen Filmen als einziger Hauptdarsteller auch verkleidet der Matthias Gnädinger hat fungiert. Ich muss sagen, ich finde das eine gute Idee. Ich möchte das nachher auch weiterführen, wenn ich dann mal Chefin bin vom Fernsehfilm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Was war eigentlich jetzt mit diesen Vorwürfen? Ja, also, es stimmt, ich gebe es zu. Aber das habe ich doch gedacht. Seid doch ehrlich, Herr Kummer. Ich bin auch ehrlich. Wenn ich dann mal Chefin bin, dann dürftet ihr auch mal Fernsehen machen. Ja, eigentlich dürft ihr dann auch gerade jeden Film machen, weil ich wollte eigentlich gar keine Unterschiede in meinen Filmen. Die sollen alle gleich sein. Und warum? Weil ich Madeleine bin. Lalala. Weil ich Madeleine bin. Ich mache nicht so Comedy. Aus den Archiven des Schweizer Fernsehens, 2005. Greg Zeglinski gratuliert zum Erfolg hier in Solothurn von ihrem Film «Tout un hiver sans feu», ein subtiles Schweizer Beziehungsdrama. Sie leben jetzt ja in Warschau, haben ihre Filmausbildung in Polen absolviert. Auch die meisten Teammitglieder vom Film stammen aus Polen. Und abgesehen davon, dass europäisches Geld in ihren Produktionen steckt, sind sie doch im Aargau aufgewachsen. Von dem her, fühlen sie sich als Schweizer? Ja, ich... Danke, das haben wir hören. Wir machen weiter mit einem Mann, der heute Abend auch ganz einen besonderen Abend hat. Es ist der Alain Tanner. Er hat es zwar nicht bis dahin geschafft, aber ist ausgezeichnet worden in Abwesenheit so quasi von der Jury für den grossen Ehrenpreis. Kürzlich 75, jetzt der grosse Ehrenpreis für den Alain Tanner. Tanner hat heute Nachmittag hierher kommen wollen, ist ihn zuerst einmal im Zug stecken geblieben zwischen Genf und Lausanne, weil nichts mehr fuhr, ist dann nach Genf zurück im Auto, um dort das Auto zu nehmen und auf der Autobahn wegen Unfällen, die dort stattgefunden haben, wegen dem starken Schneefall, ebenfalls stecken geblieben. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, heute im Rahmen dieser Feier eben Alain Tanner diesen Preis geben zu können. Es wäre noch schöner gewesen, ich hätte es persönlich ihm gegenüber tun können. Die größten Erfolge hatte Alain Tanner in den 70er Jahren.
In La Salamandre rebellierte die Heldin Rosamond gegen Autorität und gesellschaftliche Zwänge. Tanner traf den Zeitgeist präzise. Auch international fand La Salamandre große Anerkennung. Der Film wurde als Geburt des neuen Schweizer Kinos gefeiert. Als Chronist einer revolutionären Jugend zeigte sich Tanner auch 1975 in Jonas. Der Film porträtierte eine Gruppe junger Rebellen und Aussteiger. Daneben zeigt er die Geschichte von Jonas, der inmitten dieser Aktivistengruppe aufwächst. Anfang der 80er Jahre zog es Tanner vermehrt ins Ausland. Light Years Away drehte er in Irland und auf Englisch. Hey, you! Yes. Die Geschichte eines versponnenen yes. Außenseiters, der in ländlicher Abgeschiedenheit vom Let's Glück des Friedens kommt. Yes, in La Ville Blanche durchwandert Bruno Ganz als Schweizer Matrose die Hafenstadt Lissabon. Losgelöst von gesellschaftlichen Bindungen genießt er das Leben in der fremden Stadt. Beim jüngeren Publikum fand Tanners fortgesetzte Suche nach individueller Freiheit indes immer weniger Zuspruch. In Paul s'en va, Tanners jüngste Regiearbeit, dreht sich alles um Literaturzitate. Der kopflastige Film fand nur wenig Beachtung. Dennoch, mit den frühen Werken seiner wilden Jahre hat Alain Tanner die Schweizer Kinogeschichte nachhaltig beeinflusst. Dafür hat er die heutige Auszeichnung verdient. Das ist jetzt also ein langer Beitrag. Was, ich bin auf Sendung? Was? Nun hat es Alain Tanner nun durch das Schneegestöber doch noch geschafft. Und ich freue mich, ihm den Preis übergeben zu können. Applaus für Alain Tanner! So, gang jetzt, Alain. Komm, weg von der Bühne. Und nun, unsere Lieblingskomiker Vicky und Mickey als Robi und Tobi, Bühne frei für Mickey und Vicky. Ich wünsche mir eine dramatische Musik. Eine Agenturmeldung. Henri Golpi, gestorben. Paris. Der Schweizer Film- und Fernsehregisseur Henri Golpi ist am Samstag, 84-jährig, in Menton an der Côte d'Azur gestorben. Der aus Brieg stammende Golpi hatte mit seinem Erstlingswerk Une aussi longue absence nach einem Drehbuch von Marguerite Duras 1961 in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Danach drehte er fürs Fernsehen, vor allem in Rumänien. Ich habe noch nie was von Henri Golpi gehört und jetzt verfault er. Gute Nacht, da ist sie wieder, die 400 ASA Show, und wir fangen an mit dem Hörerspot. Aus einer Vielzahl von Einsendungen haben wir folgenden Sketch ausgewählt und leicht modifiziert. Hört hin. Produktionsvorbereitung für einen Fernsehspielfilm im Konferenzzimmer der Redaktion im Leutschenbach. Wir haben jetzt alles durchgeplant. Wenn wir das Drehbuch so umsetzen wie geschrieben und es keine Überstunden geben soll, brauchen wir 30 Drehtage. Was, 30 Drehtage? Das kommt nicht in Frage. Das muss in 20 Tagen abgedreht sein. Das würde einfach heissen, man müsste wieder einige Szenen streichen und das würde nachher den ganz dramaturgischen Bogen gefährden. Ja, dann müsst ihr halt ein bisschen kreativ sein. Bogen hin oder her, es gibt 20 Tage und basta. Die meisten Schauspieler haben aber schon ihre Verträge unterschrieben. Lass mich nebst der Redaktionssitzung nicht auch noch mit den Schauspielern verhandeln. Das müssen Produzenten machen. Wir können das nicht auch noch für das auch noch schauen. Es fehlt dann halt schon ein Rechtsstück vor Geschichte. Im Vordergrund steht immer nur das bewegende Familiendrama im Emmental. So. Flora, komm zurück. Ich wollte nicht weh machen. Ja, das kommt gut so. Wir müssen es so machen, wie wir es in der letzten Sitzung abgemacht haben.
Also doch wieder zurück zur letzten Drehbuchfassung. Nein, am Schluss machst du die Hochzeitsszene mit der Schwast um anderen. Es ist keine Quote wieder zusammen, weisst du? Ich habe dir schon manchmal gesagt, wir haben Mühe mit diesem Stoff. Du kannst eigentlich froh sein, dass du diesen Film überhaupt machen. Du weisst doch von meinem Regie-Einkaufszettel, gell? So gibt's. So, Deli. Du bist an dritter Stelle. An zweiter Stelle ist der Fischer. Und an erster Stelle ist der Schaubau. Dann weit hinten. Und die andere Seite ist vorher noch und weit hinten. Wobei die hat eigentlich noch mit dem Steinschlag wässig reinbrätschen in diesem Solothurn. Die muss ich irgendwie vorgehen. Niemand ist sicher von meinem Gümmelig. Also, dann gehst du jetzt arbeiten, gell? Mach dich voll Leder. Merci, Madeleine. Vielen Dank für diese Einsendung. Die unbekannte Autorenschaft hat folgende Anmerkungen angefügt, die ich jetzt hier vorlese. Hier wünsche ich mir eine lustige Musik. Die Szene mit der Regisseurin ist frei erfunden, hat sich aber in dieser oder ähnlicher Weise abgespielt. Madeleine Hirsiger ist im Besitz eines Einkaufszettels, das sind ihre Worte, mit einer Top-10-Liste von CH-Regisseuren, die für die Realisierung von Filmen in Frage kommen, und im Besitz einer schwarzen Liste für Regisseure, die nicht in Frage kommen. Das wird bestätigt von verschiedenen Quellen. Kommen wir zurück zum Kernthema. Solothurn. Do you know Solothurn? It's a terrible, terribly sad place. Ist Solothurn wirklich so ein schlimmer Ort? Ein Ort der Öde und Finsternis? Oder trifft dieses Verdikt vielleicht mehr auf die Filmschweiz der 90er Jahre zu, als auf das heute mit dynamischen und erfolgreichen Film- und Fernsehhits? Popularität und Qualität statt Dokumentarfilme wie Budongo und die Wanderameisen. Ist heute alles anders? Oder einfach nur auf eine andere Art, monochrom. Und wie weit ist der sogenannte Pact de l'Audiovisuel zwischen Filmverbänden und Schweizer Fernsehen dafür mitverantwortlich? Zu Gast ist heute Herr von SFDRS. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Hören wir doch einmal rein, was ein Kritiker über die aktuelle Fernsehproduktion Steinschlag am Film- und Fernsehfestival in Baden-Baden sagte. Und was denken Sie über den Film? Naja, wenn das das Beste ist, was der Schweizer Fernsehfilm zu bieten hat. Eine Frau, die Steine den Abhang runterschmeißt und ein schwer atmender Charakterdarsteller. Und das basiert auf einem Roman? Ja. Naja, also dramaturgisch war das wohl gar nichts. So, jetzt habe ich Hunger. Herr, was ist da genau passiert? Ja, ich glaube nicht, dass da etwas passiert ist. Das scheint mir jetzt eher ein intellektueller Einwand. Der Film ist sehr gut angekommen. Und Sie müssen auch sehen, dass ein Bedarf besteht nach einfachen, klar erzählten Storys, nach Geschichten. Das Publikum will das so. Herr, welches Publikum? Ja, also unser Publikum ist natürlich ein breites Publikum, ein eher ländliches, ein ältliches Publikum. Ah, da kommt der Herr Memke. Kommen Sie. Sagen Sie doch mal die Wahrheit. Reden Sie doch mal Tacheles. Also ich verstehe es überhaupt nicht, was er da meint. Na gut, dann hören Sie mal Ihr einfaches Publikum an. Au! Oh, ich bin nicht draus gekommen. Wieso? Er hat doch von Anfang an gesagt, wer du Mörder bist. Na ja, du hast recht gehabt. Fast wie beim Columbo. Da weiss man so gern. Ja, aber hier da hat irgendetwas nicht gestorben. Ha. Du mal nachschauen, was sonst noch kommt. Oh, das vor Inseln. Oh, super. Warte, hol mal schnell etwas zu essen. Das ist Ihr Publikum. Es mag vielleicht einfach sein, aber es hat Instinkt. Instinkt für Geschichten. Nie darfst du dein Publikum für dumm verkaufen. Niemals. Das Durchschnittspublikum ist halt ganz... Komm, sag die Wahrheit. Hä? Ist deine letzte Chance. Memke schaltet die Fritteuse ein. Ihr hattet doch diese Romanvorlage, in der ein 16-jähriges Mädchen seine Mutter den Berg runterstößt. Ja. Memke wirft Schrimps ins heiße Öl. Und dann hat ihr ein Drehbuch schreiben lassen, in dem ein 16-jähriges Mädchen seine Mutter den Berg runterstößt. Memke zieht ein Bündel Fleischerhaken aus seiner Tasche. Ja, das stimmt. Und dann habt ihr den Film so gedreht, dass ein 16-jähriges Mädchen seine Mutter den Berg runterstößt. Memke durchbohrt den Rücken des Redaktors mit den Fleischerhaken und hängt ihn daran an der Decke auf. Nein! Und dann habt ihr euch plötzlich in die Hosen geschissen und den Schluss so geändert, dass das Mädchen nicht mehr die Mörderin ist, weil ihr euch dachtet, das kann man dem Publikum wirklich nicht zumuten, hä? Memke übergießt den Redaktor mit dem heißen Öl.
Ja, wir haben den Schluss des Films nachträglich verändert. Die Moral, Sie müssen verstehen, das können wir unserem Publikum einfach nicht zumuten. Das geht. Memke tötet den Redaktor. Und nun zu euch, ihr Schweizer Filmemacher. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen oder grausamer sein. Ich habe in den Archiven einer Kindersendung gegraben, die hieß Selber gemacht. Erinnert ihr euch? Ihr seid immer noch am gleichen Ort. Ihr seid schon zufrieden, wenn euer Scheißfilmchen nur so aussieht, als wäre es ein richtiger Film. Oh, glaub ich, das ist dann toll. Ja, also ich muss sagen, ist nicht schlecht. Sieht wirklich aus wie in dem Kino. So, und jetzt hört euch mal eure Chefin an. Also national finde ich, mein Name ist Eugen der Best und international finde ich Matchpoint von Woody Allen eindeutig der beste Film von diesem Jahr. Und ihr bildet euch ein, ihr seid wieder wer. Schon zufrieden? Eugen ist gar nichts. Und eure Talente, wie Imbach und die Wehrenfels, die lacht ihr aus. Ihr widert mich an. Und die Alten, wie ihr mit euren Alten umgeht, ihr lasst sie verfaulen. Wie diesen Rolf Lüssi, der jetzt ein Making-of für Freddy Maurer drehen muss, der selber schon zu müde ist. So geht man mit alten Männern nicht um. Inspiriert euch, lest Boulevardzeitungen, wie Haneke, wie Hollywood, besucht alternative Filmfestivals, geht nach Neuchâtel, verzieht nicht das Gesicht, wenn ihr Fantasy- oder Horrorfilm hört, das ist Poesie, geht in Museen, öffnet Horizonte. Und welche Botschaft hat euch mein guter Freund Peter Olbe Jensen aus Dänemark mitgebracht? Ihr hört einfach nicht hin, ihr könnt es nicht verstehen. Ihr glaubt es einfach nicht. Und jetzt, schaut euch mal diese Schnarchnasen in der Schweizer Fernsehredaktion an. Ihr müsst die auswechseln. Dieser staatlich geförderte Filz breitet sich immer weiter aus. Jetzt bietet auch schon das Vokal dieselben Stoffentwicklungsprogramme mit Lutz Klonermann an, wie das Schweizer Fernsehen. Überall Lutz Klonermann, überall dieser Filz. Und wenn einer mal was anderes probiert. Ja, ich bin der Jürg Jeder. Ich habe mal so einen Horrorfilm machen an der Langstrasse, oder mit so Zombies und so, aber haben mich alle ausgelacht. Und Mathieu Seiler, sein Erstling, Stefanis Geschenk, so ein unglaublich wunderschöner Film. Und ihr habt ihn dazu gebracht, dass er in die schmutzige, widerliche italienische Pornoindustrie abwandern musste. Ihr habt Angst vor dem Erfolg, ihr hasst Schauspieler, ihr hasst Leute wie Tom Cruise, die ihren eigenen Weg gehen. Ich kann im Fall den neuen Film vom Spielberg nicht schauen mit dem Tom Cruise. Ich tue doch nicht Scientology unterstützen. Eure Sekte ist 50 Mal schlimmer als Scientology. Ihr seid die Sekte des Mittelmaßes. Alles, was lebendig und lustig ist, macht ihr tot. Ines Torelli, Jörg Schneider, Margret Reiner. Diese wunderbaren Lieder, diese fantastischen, hintersinnigen Hörstücke. Die ganze Tradition vom klugen Boulevardtheater. Ihr habt sie einfach ins Bernhard-Theater gesperrt und verludern lassen. Und wenn ihr mal einen Charakter habt, wie diesen süßen Globi-Vogel, was kommt dann raus? Hollywood, das macht in jeder Nacht. Ganz mieser Manga-Verschnitt, der die Schweizer schon als Babys verdirbt. Hollywood, das ist Action, das ist Trick. Hollywood. Also, dann hören wir doch mal, was einer dazu sagt, der diesen ganzen Moloch hinter sich gelassen hat. Medienmäßig ist die Schweiz eine beklemmende Welt. Echte nationale Konkurrenz zum Schweizer Fernsehen gibt's nicht. In Deutschland ist das undenkbar. Geben Sie im privaten Fernsehen in der Schweiz eine Chance? Nein, wir haben es ja versucht. Unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen hat das private Fernsehen in der Schweiz keine Chance. Auch die Projekte, die jetzt angeschoben werden sich nicht können durchsetzen. Das kann nicht funktionieren, selbst wenn Sender aus Kostengründen in Albanien produzieren würden. Danke, das war der Roger Schawinski aus Berlin. Und schon gar nicht mit diesen Stars aus der B- und C-Prominenz. Ihr liebt eure Schauspieler nicht. Dass es dem zweiten Assistenten des Beleuchters gemütlich wohl ist, ist euch wichtiger, als dass die Schauspieler gut spielen. Und am allerwichtigsten ist euch das Catering. Da seid ihr spitze, ja. Und in jeder Ecke eine Espressomaschine. Aber die Schauspieler verdursten, ihr hasst sie. So macht ihr keine guten Filme. Ihr probt ja nicht mal. Und von Schauspielerführung habt ihr auch noch nie was gehört. Typische Szene auf einem Schweizer Set. Regisseur. Katz, die Szene ist gestorben. Die Schauspielerin. Lorenzo, ich meinte, du machst noch eine Nähe wegen der Story. Dann der Beleuchter. Wir müssen, dass du gut aussiehst. Ihr liebt ja nicht mal eure Lacher. Ihr müsst Talente suchen, öffentliche Castings, die hungrigen Darsteller finden, nicht die satten und gemütlichen, die Spinner, die Fanatiker, die Begabten, die Besten. So, und jetzt hört euch eure Star-Komiker an. Und jetzt heißt's wieder Bühne frei für den Ficky und den Micky. Und dann fährt der!
ist nicht lustig. Das ist traurig. Und was auch traurig ist, dass ihr euch über die Autorenfilmer lustig macht. Ja, ihr macht euch lustig. George Lucas ist ein Autorenfilmer. Shyamala Hamalan Hamalanan, der Regisseur von The Sixth Sense, ist Autorenfilmer. Aber ihr habt ja keine Ahnung. Und eure Drehbuchautoren behandelt ihr wie den letzten Scheißdreck. Es gibt nicht mal einen Filmpreis für sie. Die Armen. Die arme Josie Meyer. Hört euch mal an, was über sie im Radio kommt. Nach der Realisierung von Dilemma, Regie Tobias Ineichen und Lilo und Freddy, Regie Gita Gsell, hat sie gemeinsam mit Evelyn Stählin eben die erste Fassung seiner Komödie über den Zusammenhang von Fußball und Esoterik mit dem Arbeitstitel Flanke ins All abgeschlossen. Bescheiden fügt sie an, das sei ein ganz, ganz leichter Stoff. In der Pipeline ist zudem ein Krimi für das deutsche Fernsehen. Und noch was. Lasst euch eure Teams nicht sprengen. Geht zusammen auf eine Insel. Folgt dem Pfeil. Ihr müsst auf die Reise gehen. Ihr müsst aufbrechen. Und überhaupt, macht doch mal was auf Englisch. Macht was auf Englisch. Hört auf mit diesem scheiß Schweizerdeutsch! Those noises. Strange. Strange. Strange noises. Birds? I opened my eyes. I didn't understand. I was in a forest. Lying on the ground. Then I got up. I made a few steps. What was this? I said, "Hello." It was coming straight towards me. I ran and ran. The 400 Ozzy Show. Forget Swiss filmmaking. Enter the journey.